Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Bibelfreunde. Wer diesen Kanal aufmerksam verfolgt, dem wird auffallen, dass der Martin heute etwas anders klingt. Das ist richtig, denn hier ist nicht Martin, hier ist seine bessere Hälfte. Martin hat Anfragen bekommen, ob er nicht ein paar mehr Kinderbibeln vorstellen könnte. Und da wir im letzten Jahr ja nochmal Nachwuchs bekommen haben, ist das natürlich ein Thema, was uns selbst auch interessiert. Natürlich haben wir ein paar alte Bibeln von unseren großen Kindern noch im Schrank stehen, aber es gibt ja auch noch jetzt so viel Schönes Neues zu entdecken. Und da haben wir uns auf die Suche begeben nach ein paar Büchern, die uns interessieren und die wir euch nicht vorenthalten wollen. Dafür haben wir uns entschieden, heute mal die Rollen zu tauschen. Das bedeutet, Martin passt jetzt auf den Kleinen auf und ich stelle euch einfach mal ein Buch vor. Dafür habe ich euch heute mein großes Bibelwimmelbuch mitgebracht aus der religiösen Reihe für die Kleinsten, der kleine Himmelsbote. Das Ganze ist aus dem Koppenrath Verlag und wurde von Melanie Brockamp illustriert und Antonie Schneider hat dafür die Texte geschrieben. Wir schauen uns das Ganze mal von der Rückseite her an. Dort sehen wir gleich, was es zu entdecken gibt. Und zwar wurden sich für die schönsten und bekanntesten Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament entschieden. Das Ganze wurde zusammengefasst in Vom Anfang der Welt, die Geschichte von Josef, die Geschichte von Mose, von David, Daniel und Jona, die Geschichte von Jesus und das Osterwunder. Empfohlen ist das Ganze ab 36 Monaten. Das heißt, das ist wirklich für die ganz Jungen zum Einstieg in die Bibelgeschichten geeignet und daher auch aus schön dickem Karton. Also hier verknickt nichts so schnell. Wenn wir das Ganze öffnen, sehen wir hier eine Klappe, eine ziemlich große Klappe. Vorne drauf steht, worum es geht. Das heißt, das erste Bild ist vom Anfang der Welt und wo das Ganze in der Bibel zu finden ist. Und wenn man die Klappe öffnet, dann findet man die Texte zu den einzelnen Geschichten. In dem Fall von der Schöpfung, die Arche Noah und der Turmbau zu Babel. Das heißt, dass sich in diesem großen, wirklich schön illustrierten Bild drei Geschichten verstecken, die man hier in Ruhe entdecken kann. Das Ganze wurde auch noch mit kleinen Bildern versehen an der Seite, die zum Suchen einladen. Das heißt, wenn man eine Geschichte gelesen hat oder einen kleinen Text, dann kann man hier an der Seite sich ein Bild raussuchen, zum Beispiel hier von der Arche und dann nochmal im großen Bild schauen, wo man dieses Bild findet. In dem Fall dort oben oder eben von Adam und Eva und das Ganze hier im großen Bild suchen. Da sind sie. Das bedeutet, die Kleinen können hier wirklich auf Entdeckungstour gehen und sich nicht nur etwas anhören, sondern selber aktiv werden und suchen und gucken. Und das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn man die Kinder da so einbinden kann, denn nur so haben sie da auch Freude dran und fühlen sich auch eben mit eingebunden und verlieren nicht das Interesse. Auf der nächsten Seite geht es mit der Geschichte von Josef weiter. Erstmal wieder allgemein auf der großen Klappe und innen drin in der Klappe ist dann wieder Text und die Bilder. Natürlich kann man auch ohne den Text die Bilder entdecken und einfach so frei dazu erzählen. Das ist auch gar kein Problem. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man diese Wimmelbilder vielleicht auch in der Christenlehre gut einsetzen kann oder auch in der Kinderkirche, wenn man einen Einstieg zu einer Geschichte möchte. Denn Kinder haben ja da nochmal wirklich ein anderes Auge und entdecken viel, was uns vielleicht auch entgeht auf einem Bild und können dazu erzählen. Da staunt man manchmal, was die Kleinen dann doch schon finden oder sehen, worauf man dann aufbauen kann. Ich finde, dass die Bilder wirklich schön illustriert sind, kindgerecht. Auch von den Farben her finde ich es sehr, sehr angenehm. Also ich denke, dass
groß und klein da durchaus ihren Spaß mit haben können und sich die Zeit vertreiben können. Hier sind sogar 4 Geschichten in dem großen Wimmelbild versteckt. Von dem Kind im Binsenkörbchen, der brennende Dornbusch, Mose teilt das Rote Meer und die 10 Gebote. Also man staunt wirklich, wie viel hier untergebracht ist. Da wurden sich wirklich viele Gedanken gemacht. David, Daniel und Jona. Auch ganz toll von den Farben her, finde ich. Die Geschichte von Jesus. Hier sogar 5 Texte zu dem großen Bild. Und zum Abschluss das Osterwunder. Und hier auch vom letzten Abendmahl über die Verhaftung und Verurteilung bis hin zum Ostermorgen wurde hier an alles gedacht, um einen wirklich kindgerechten Einstieg in die Bibelgeschichten zu finden. Und es sind so Kleinigkeiten, die klein entdecken, wie zum Beispiel hier an der Mauer die Salamander, die da hochkriechen, oder hier das Tuch, wo jemand über die Mauer geklettert ist, wo die Kinder dann auch lange sich mit beschäftigen können und immer wieder was entdecken. Wirklich sehr, sehr schön gestalten. Alles im Allem, hier hinten steht es auch, ein erster spielerischer Einstieg in die bunte Welt der Bibel, der schon die Kleinsten begeistern wird. Dem kann ich nichts hinzufügen, das finde ich genau passend, so empfinde ich das auch. Und ich denke, dass wir gemeinsam mit unserem Kleinen viel Spaß haben werden, wenn er alt genug ist, sich dieses Buch anzuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr gerne mehr möchtet, schreibt es in die Kommentare. Wir sind gerne bereit, eure Wünsche zu erfüllen und wünschen euch einen schönen Tag und Gottes Segen.